hatten schon alles gesagt. Wir werden heute ein Mandat erteilen für die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Dabei ist für uns klar, dass wir mit aller Kraft für möglichst enge und freundschaftliche Beziehungen zwischen der EU und zwischen dem Vereinigten Königreich arbeiten. Und dafür legt das Mandat auch eine Grundlage. Es geht dabei natürlich nicht nur um Handel. Es geht auch um Sicherheitsfragen. Es geht um verteidigungs- und außenpolitische Fragen. Aber klar ist auch, es darf zu keinen unfairen Wettbewerbsbedingungen führen. Wir vertreten die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger, die Interessen der Wirtschaft, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb kann es für uns keinen Freihandelsvertrag geben, der nicht auch die Interessen unserer Beschäftigten wahrt. Es darf zu keinem Sozialdumping kommen, es darf zu keinem Umweltdumping kommen. Und das muss auch unseren britischen Gesprächspartnern klar sein. Abermals werden wir uns heute mit dem Thema Erweiterung befassen. Die Kommission hat einen neuen Prozess vorgelegt, einen Vorschlag unterbreitet, wie die sogenannte Methodologie verbessert werden kann. Wir können mit diesem Vorschlag sehr gut leben, weil er einerseits ein klares Bekenntnis abgibt für eine EU-Perspektive für alle Staaten des westlichen Balkans. Zweitens wird ein klarer Schwerpunkt gelegt auf das, was die EU im Inneren und im Kern ausmacht. Wir sind nämlich nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, wir sind vor allem eine Wertegemeinschaft. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, regionale Versöhnung, respektvoller Umgang mit ethnischen, religiösen, sexuellen Minderheiten, das ist für uns der Kern der europäischen Identität und darum soll es auch in den Beitrittsverhandlungen gehen. Und die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, auch für den gesamten Prozess mehr Verantwortung zu übernehmen. Das alles stimmt mich dann doch hoffnungsfroh, dass es uns endlich auch gelingt, zu unseren Zusagen zu stehen und die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufzunehmen. Wir hoffen sehr, dass uns dieses klare Signal in Richtung westlicher Balkan in der Sitzung im März gelingen wird. Und ich glaube, dass die beiden Berichte, die die Kommission Anfang März vorlegen wird, über die Lage in Nordmazedonien und in Albanien eine gute Grundlage bieten werden. Denn wir haben uns sehr darüber gefreut, dass beide Staaten auch wichtige Reformschritte auf den Weg gebracht haben in Sachen Korruptionsbekämpfung, aber auch bei der notwendigen Reform der Staatsanwaltschaften. Insofern sind wir auch in dieser Frage optimistisch. Ein weiteres Thema, was uns sehr am Herzen liegt, ist die Lage der Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit ist nicht alles, aber ohne Rechtsstaatlichkeit ist alles nichts. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Es gibt Zweifel, ob die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Mitgliedstaaten eingehalten werden. Deswegen unterstützen wir die EU-Kommission bei ihrem Engagement zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Der zuständige Kommissar Didier Reynders wird heute einen Vorschlag unterbreiten. Die EU-Kommission wird zum allerersten Mal einen Bericht vorlegen, der aus zwei Komponenten bestehen wird. Einmal ein Bericht über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der EU, aber dann auch noch mal eine spezielle Bewertung der Lage in allen EU-Mitgliedstaaten. Das unterstützen wir und wir werden auch unter deutscher Ratspräsidentschaft dafür sorgen, dass das Thema Rechtsstaatlichkeit ganz oben auf unsere Tagesordnung kommt. Wir müssen jetzt diskutieren, wie wir mit dem Bericht der Kommission, mit dem geplanten Bericht der Kommission umgehen im Rat, wie wir uns damit befassen. Ich fände es wichtig, dass wir uns darüber intensiv austauschen, aber dass wir dann auch im Rahmen eines Rechtsstaats- und Grundwertechecks dafür sorgen, dass wir noch einmal die Situation in den Mitgliedstaaten besonders vertieft diskutieren. Hierzu haben wir ja gemeinsam mit unseren belgischen Freunden einen Vorschlag für einen sogenannten Periodic Peer Review oder auch einen Rechtsstaatscheck vorgelegt. Und darüber sprechen wir derzeit mit unseren Partnern in der EU. Beim Brexit-Mandat wurde jetzt ja nochmal im Level Playing Field ordentlich nachgeschärft. Ist das vielleicht noch ein Zeichen von der EU-Seite, dass das Vertrauen gegenüber der britischen Seite jetzt nicht mehr so gut ist, nachdem es ja alle möglichen Ankündigungen gab, dass Vereinbarungen aus dem Withdrawal Agreement, Border Checks in der irischen See etc. nicht mehr eingehalten werden sollen?
Hinter uns liegen ja sehr, sehr schwere Verhandlungen und es war nicht immer ganz einfach zu erkennen, was unsere britischen Partner eigentlich wollen. Aber der Brexit ist jetzt vollzogen. Wir haben einen Scheidungsvertrag und jetzt beginnt die Arbeit nicht von vorne. Aber jetzt wird es nochmal richtig schwierig, weil wir jetzt auch natürlich über die Details zu reden haben. Wie soll es denn eigentlich aussehen? Und noch einmal, das Level Playing Field ist für uns zentral. Wir haben die Interessen unserer Bevölkerung zu vertreten. Wir haben die Interessen unserer Beschäftigten zu vertreten. Wir haben die Interessen unserer Wirtschaft zu vertreten. Und dabei brauchen wir faire Wettbewerbsbedingungen für beide Seiten. Und das ist das Angebot, was wir als Europäische Union zu unterbreiten haben. Ich bleibe aber sehr optimistisch, dass uns das auch in den nächsten schwierigen Monaten gelingen wird. Die EU hat es bislang vermocht, zusammenzustehen in dieser nicht ganz einfachen Frage. Wir haben ja keine Blaupause, so etwas hat es noch nie gegeben. Bin mir auch sicher, dass es so etwas nicht wieder geben wird, dass ein Land meint, Probleme dadurch lösen zu können, dass man die EU verlässt. Das ist aus unserer Sicht der falsche Weg, aber wir haben jetzt die Entscheidung, der Britinnen und Briten zu akzeptieren. Wir wollen das Beste daraus machen, aber wir vertreten hier die Interessen der EU. Wir vertreten die Interessen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ist das Level Playing Field der große Knackpunkt in den Verhandlungen aus Ihrer Sicht? Und zweite Frage, sind die EU-Staaten jetzt zu Beginn dieser Verhandlungsmarathons so einig, Na, wir haben jetzt uns ja im Grundsatz auf ein Mandat verständigt. Wir werden das Mandat heute erteilen. Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass wir weiterhin zusammenstehen. Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Das ist uns in den vergangenen Monaten auch sehr gut gelungen, mit einer Stimme zu sprechen. Es verhandeln ja nicht 27 Mitgliedstaaten, sondern es verhandelt das Team von Michel Barnier. Es verhandelt die Kommission. Aber ohne eine enge Verzahnung zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen der Kommission kann es nicht funktionieren. Wir bringen dem Verhandlungsteam ein Höchstmaß an Vertrauen entgegen. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir damit überhaupt nicht alleine stehen, sondern dass wirklich auch Michel Barnier und sein Team mit viel Rückenwind ausgestattet sind aus allen nationalen Hauptstädten. Irish Television, can we ask you about the signals from Downing Street that over the weekend that they may not intend to fully implement the Irish Protocol? And the political declaration is key for us and is the basis for further negotiations between the EU and the United Kingdom. And there are no doubts that we remain committed to the political declaration. But on the protocol on Northern Ireland, some of the signals from the UK that they will find ways not to implement and put in place the checks and controls on the Irish Sea. Are you concerned about that? My message is crystal clear to our friends in London. Keep your promises based on the protocol. I don't think that 9 months is enough to make agreement. This is an extremely ambitious timetable, but it remains difficult and challenging for all of us. But at the end, we need a political consensus on the timetable, and I don't see any appetite in London to postpone the negotiations or to prolong the negotiations. That's why we have to do our utmost best to find a sustainable and acceptable and also forward-looking compromise as soon as possible. I don't think that we need 1 year more. I don't want to speculate because there's just one option. We have the option to prolong, but just for 2 years. And again, the message we received from London is extremely clear. Our partners don't want to postpone, and then we have to take into consideration that we have to do our utmost best to find a solution within the next couple of months. Thank you so much. Thank you.